Nicht nur hier lokal. Hier wäre als Beispiel eine gescheiterte Initiative des DGB anzuführen, sondern auch in der Europapolitik ist das Thema Mindestlohn ein viel diskutiertes Thema. Für die Einführung eines branchenübergreifenden Mindestlohns müssten in Deutschland aber einige Gesetzesänderungen, wenn ich mich nicht täusche, sogar Grundgesetzänderungen vorgenommen werden. Denken Sie, dass ein Mindestlohn überhaupt durchsetzbar ist in den bestehenden wirtschaftlichen Verhältnissen? Also ich möchte mich gerne erstmal gar nicht der Frage der Durchsetzbarkeit, sondern der Eigenart dieser Forderung selber widmen. Ich möchte ein paar Worte darüber sagen. Denn zum Thema durchsetzbar möchte ich eigentlich sagen, es ist jede Menge Blödsinn durchsetzbar, wenn sich genug Leute dahinter stellen und sich der entsprechende politische Wille bildet. Und ob da jetzt Gesetze im Weg stehen oder nicht, dann müssen halt Gesetze geändert werden. Wenn es den politischen Willen gibt, dann ist sowas durchsetzbar. Wenn sich Millionen dafür aufstellen würden, wäre es durchsetzbar. Die Frage ist mehr, ob es überhaupt eine vernünftige, gute Forderung ist. Und dazu möchte ich eigentlich eine These machen. Die Forderung nach einem Mindestlohn ist mindestens ein doppeltes Armutszeugnis. Ein Armutszeugnis erstens über die Wirtschaftsweise, in der wir hier leben, und zweitens ein Armutszeugnis über den, der sie aufstellt, die Gewerkschaften. Fangen wir mit erstens an. Wer einen Mindestlohn fordert, der hat etwas bemerkt. Nämlich, dass wenn man es den Unternehmern überlässt, zu bestimmen, wie viel Lohn bezahlt wird, dann zahlen die tendenziell überhaupt nichts mehr für die Arbeit, die sie gerne nehmen. Wenn es den Unternehmern überlassen bleibt, zahlen sie Hungerlöhne. Und eine brutalere Auskunft darüber, dass in diesem Land Ausbeutung herrscht, dass der Stand der Unternehmer die Arbeiter als Kostenfaktor behandelt, die man auspresst nach der Seite der Leistung und die man so niedrig hält, wie es irgend geht, nach der Seite der Bezahlung. Das ist jedem klar, der Mindestlohn fordert. Ihm ist also klar, dass in diesem System die Produktion und die Arbeit nicht stattfindet, damit die Menschen leben und ihr Auskommen haben, sondern dass sie stattfindet, damit Unternehmer einen Gewinn mit ihnen machen. Sie haben also bemerkt, dass sie einen Gegner haben. Und auf diese Entdeckung, in dieser Wirtschaft wird die Arbeit ausgebeutet, kommt nicht die Forderung, dann bin ich gegen Ausbeutung. Dann bin ich für die Abschaffung einer solchen Ordnung, in der das meine systematische Stellung ist, sondern gegen die Ausbeutung, die entdeckte, kommt die Forderung, ach, da wäre eine Mindestgrenze das Richtige. Also, wer das bemerkt, für den ist es eine Schande, wenn er dann sagt, eine Untergrenze der Ausbeutung, die hätte er gerne. Und das Zweite ist das Armutszeugnis über die Gewerkschaft. Denn genau gegen solche Zustände, dass Menschen von der Arbeit, die sie den ganzen Tag verrichten, nicht leben können, sind früher mal Gewerkschaften gegründet worden. Und da haben die sich zusammengetan und die Arbeit verweigert und den Unternehmer gezwungen, ihnen bessere Löhne zu bezahlen. Heute treten die Gewerkschaften an und machen eine große Öffentlichkeitskampagne, mit der sie an den Staat die Forderung tragen, er solle sich drum kümmern, um den Mindestlohn. Er solle einen Mindestlohn durchsetzen, sie können es nicht. Die Gewerkschaft gibt also richtig ihre Ohnmacht öffentlich zu Protokoll. Sie sagt, sie kann das nicht wenden. Ganz egal, welche Gründe sie dafür anführt. Sie sagt, sie kann das nicht wenden und wiederum, ohne dass sie darüber böse wird und sagt, ja, wenn in diesem System der Arbeiter, sogar der organisierte Arbeiter, für seine Existenz nichts tun kann, dann muss das System weg. Sondern sagen sie, nein, dann muss man, wenn wir nichts dafür tun können, dann müssen wir halt an den Staat betteln gehen und sagen, er soll was tun. Sie sind darauf eingegangen, dass der Mindestlohn für die Gewerkschaften ein Armutszeugnis ist, weil sie offenbar nicht mehr in der Lage sind, sich irgendwie selber zu wehren oder Widerstand zu organisieren. Sie wenden sich an den Staat. Von den Gewerkschaften hört man auch oft, dass Standortkonkurrenz ein sehr großes Problem sei. Jetzt, Sie haben gesagt, wer einen Mindestlohn fordert, hat erkannt, dass es Ausbeutung in unserem Wirtschaftssystem gibt. Die Gewerkschaften erkennen auch, dass Standortkonkurrenz, also Konkurrenz an sich, ein Problem ist. Jetzt hört man von den Befürwortern, dass ein europäischer Mindestlohn, also europaweite Mindestlöhne, eine solche Standortkonkurrenz beenden könnten. Kann denn so ein Mindestlohn, würde er durchgesetzt werden, in den aktuellen wirtschaftlichen Verhältnissen, welche ja insgesamt auf Konkurrenz
beruhen, dieser Standortkonkurrenz irgendwas entgegensetzen? Vielleicht könnte man auch da wieder mit anfangen. Wenn die Arbeiterschaft es wollte, dann könnte sie. Aber dazu wäre ein ganz anderer Standpunkt erfordert. Denn nehmen wir gerade die deutschen Gewerkschaften. Sie sind selber Akteure der Standortkonkurrenz. Sie sind keineswegs einfach Betroffene. Betroffene sind sie natürlich auch. Aber sie sind selber Akteure der Standortkonkurrenz. Man muss sich mal denken, wenn jetzt Opel pleite geht und Fiat droht, Opel zu übernehmen, dann ist die deutsche Arbeitnehmervertretung in Rüsselsheim gegen den Einstieg von Fiat, weil sie fürchten, dann würde Fiat vielleicht italienische Arbeitsplätze retten und deutsche opfern, anstatt umgekehrt. Die deutschen Standortvertreter, Betriebsrat Franz heißt er dort, der möchte es natürlich umgekehrt haben. Der möchte deutsche Arbeitsplätze retten und dann italienische dafür opfern. Das würde aber unter der Regie von Fiat wahrscheinlich nicht so gehen und deswegen ist er gegen den Einstieg von Fiat. Also, was ich sagen muss ist, solang und weil die Arbeiterschaft auf Arbeitsplätze hofft, weil sie sich nichts anders vorstellen können und wollen, als dass sie davon leben, dass ein Kapitalist Geld investiert und sie benutzt. Wenn und solange sie nichts anders wollen, sind sie tatsächlich ohnmächtig. Dann sind sie in die Standortkonkurrenz gestellt und wie sie in sie gestellt sind, müssen sie glatt oder hoffen sie glatt, dass ihr Standort gewinnt und der andere Standort verliert und nicht umgekehrt. Also die Idee, man müsste was gegen die Standortkonkurrenz tun, das ginge schon, wenn Arbeiter nämlich rücksichtslos auf ihren Standort, rücksichtslos bezüglich ihres nationalen Standorts, wenn sie ihre Interessen rücksichtslos durchsetzen würden, dann würden sie auch den Druck auf die Nachbarn mindern. Allerdings, dann dürften sie nicht mehr darauf setzen, dass sie auf ewig und drei Tage von einem Kapitalisten beschäftigt werden. Denn die nationalen Beschäftigungsbedingungen werden natürlich schon beschädigt, wenn man im Inland ein höheres Lohnniveau durchsetzt, als es im benachbarten Ausland der Fall ist. Also entweder man will Revolution, dann kann man sich auch wehren. Oder man will Arbeitsplätze, dann ist man wehrlos. Und zwar nicht, weil die Arbeiter wehrlos sind, sondern weil ihr Zweck einer ist, für den kann man gar nichts unternehmen. Soweit die Arbeiterseite. Wenn wir jetzt auf die Seite der Bundesregierung geht, in deren Hände ja die Sache mit den Mindestlöhnen gelegt ist, dann muss man auch sagen, bei der Bundesregierung, ja, die wollen doch die Standortkonkurrenz gar nicht beseitigen. In der Europäischen Union hat man sich ja gerade zwischen den Mitgliedstaaten darauf verständigt, dass nach innen die Konkurrenz der nationalen Ökonomien mit dem Lohn weitergehen soll. Sie wollen die Standortkonkurrenz nicht beenden. Deswegen ist es eine schöne Ironie, dass die deutsche Regierung, wo sie mal richtig begeistert und vollen Herzens für den Mindestlohn eingetreten ist, ist sie eingetreten, weil er ihr als Mittel der Standortkonkurrenz getaugt hat. Was ich da denke, ist dieses Entsendegesetz. Da haben sie am Anfang am Bau damit angefangen und dann sind sie zu den Gebäudereinigern und noch ein paar anderen Branchen übergegangen. Da haben sie einen Mindestlohn eingeführt, so richtig, um ausländische Billigarbeiter fernzuhalten. Man hat gesagt, ja, in diesem Gewerbe muss man mindestens, was weiß ich, 5,80 bezahlen. Dafür, also für die Standortkonkurrenz, hat die Bundesregierung den Mindestlohn an manchen Stellen brauchen können. Von wegen, der wäre ein Mittel dann dagegen. Als Mittel dagegen würden sie ihn alle nicht wollen. Die Arbeiter nicht und die Regierung nicht. Also letztendlich würde ein solcher Mindestlohn in keinster Weise die Standortkonkurrenz, die wir jetzt haben, irgendwie aufheben. Naja, das kann man so gar nicht ganz sagen, denn wenn, aber das ist jetzt mehr idealistisch gedacht, wenn ein europaweiter Mindestlohn von einem Niveau, sagen wir 5,80, durchgesetzt wäre, dann würde eine Konkurrenz um billigere Arbeit sofort illegal sein. Wenn man einen Mindestlohn europaweit einführen will, so sind die Befürworter des Ganzen dann dafür, dass es keine europaeinheitliche Zahl jetzt gibt, wie Sie gerade gesagt haben, zum Beispiel 5,80 Euro europaweiter Mindestlohn, sondern dass letztendlich europaweit es Mindestlöhne gibt, aber die Mindestlöhne
nur für das entsprechende Land gelten, weil ja in Europa überall die Lohnniveaus verschieden sind, die Lebenshaltungskosten verschieden sind. So letztendlich würde, so wie dieser europäische Mindestlohn gefordert wird, er letztendlich dann doch nichts groß ändern, oder? Ja, der würde jedenfalls, also wenn es so konzipiert ist, wie du jetzt sagst, dann würde da natürlich nichts sich ändern, weil, also an der Standortkonkurrenz. Deswegen, weil verschiedene Länder mit verschiedenen Niveaus würden dann mit ihrer jeweiligen Billigarbeitskraft gegen das höhere Lohnniveau im Nachbarland konkurrieren, natürlich. Jetzt, wir haben ja viel über Standortkonkurrenz schon geredet, aber wenn man sich jetzt so anhört, wie dieser Mindestlohn angepriesen wird von allen Seiten, egal ob jetzt von den politischen Parteien oder auch von Gewerkschaften, könnte man schon fast denken, dass dieser Mindestlohn ein sozialpolitischer Heilsbringer wäre. Würde sich durch einen Mindestlohn die soziale Situation von Menschen in der EU überhaupt verbessern? Oder würden aufgrund des Mindestlohns nach einer Einführung die Preise nicht einfach steigen, weil das Lohnniveau überall steigen würde? Weil es würde dann vielleicht doch alles beim Alten bleiben letztendlich. Da würde ich sortieren wollen an dieser, bei dieser Frage. Denn, also ich sage schon, Mindestlohn halte ich für eine armselige und eine schäbige Forderung. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Aber den Einwand, dass wenn die Löhne steigen, auch die Preise steigen, sodass man es gleich lassen kann, den würde ich nicht so mitmachen wollen. Denn da würde ich es umgekehrt sagen. Der Kampf mit dem Preis, der Kampf um den Anteil am Reichtum über den Preis findet dauernd in dieser Gesellschaft sowieso statt. Und der hört nie auf. Deswegen hat die Arbeiterschaft bloß die Wahl, ob dieser Kampf bloß von der anderen Seite geführt wird oder auch von ihrer Seite mit. Wenn er bloß von der anderen Seite geführt wird, ist es für die Unternehmer natürlich umso bequemer. Dann sinken die Löhne und preislich holen sie sowieso immer raus, was geht. Wenn Arbeiter also sich einen höheren Lohn erkämpfen, und den dann natürlich auch wieder ausgeben, dann ist es für die Verkäufer der Waren eine Gelegenheit, höhere Preise zu verlangen. Das zeugt bloß davon, dass in dieser Gesellschaft der Kampf um den Lohn nie aufhört. Aber es ist kein gutes Argument zu sagen, ach, dann kann man es ja gleich lassen, dann bleiben wir gleich auf dem Unterniveau. Also wenn, dann muss man den Spieß umdrehen und sagen, daran, dass man sieht, dass diese Arbeiterschaft sich ihre Existenzbedingungen nie ein für alle Mal sichern kann in dieser Ordnung. Das ist auch ein guter Grund zu sehen, man muss die Ordnung abschaffen. Eine andere Wirtschaft muss her, denn in der ist der Lebensstandard der Arbeiterschaft immer bestritten. Aber deswegen gleich sagen, naja, wenn er immer bestritten ist, dann streiten wir gleich mal gar nicht mit, denn das hilft ja sowieso nichts. So ist es nicht, so würde ich es nicht richtig finden. Meine letzte Frage, die vielleicht schon ein bisschen zu Teilen von Ihnen jetzt beantwortet wurde, wäre: Sind die Forderungen nach Mindestlöhnen nicht vielleicht auch einfach Versuche? Also, die tauchen ja jetzt auf, seitdem wir diese Wirtschaftskrise haben. Die Wut von Arbeiterinnen, die in Kurzarbeit geschickt werden oder in Zeiten dieser Krise, in der wir uns befinden, unter prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen zu leiden haben, in geordnete Bahnen zu lenken. Ich glaub, das Ganze mit der Vorstellung der Ablenkung oder der Domestizierung von einer Radikalität, die es abgesehen davon geben würde, das liegt, glaube ich, beides nicht ganz richtig. Also ich sehe diese Radikalität nicht, die auf diese Tour gebremst werden soll. Aber Und ja. würden nicht vielleicht Menschen auf radikalere Gedanken kommen, wenn jetzt nicht die Gewerkschaft sofort, wenn diese Krise irgendwie am Laufen ist, eine Kampagne macht: Ja, wir wollen ja einen gerechten Mindestlohn für alle. Vielleicht wäre da irgendwie bei manchen Leuten die Erkenntnis ja da, das wäre so die Richtung, in die ich Drehen wir gezielt den hätte. Spieß doch mal um. Wer sich durch eine Forderung nach Mindestlöhnen in seiner Wut besänftigen lässt, der muss schon eine ganz merkwürdige Sorte Wut gehabt haben.
Ich fange mal ganz von vorn an. Ich möchte sagen, ich glaube nicht, dass das eine Ablenkung ist, sondern es ist halt wieder mal so eine soziale Idee, wie man den Kapitalismus aushaltbarer machen könnte, ohne die Geschäfte der Investoren und Kapitaleigner zu schädigen. Solche Vorschläge begleiten den Kapitalismus, solange es ihn gibt. Immer soll er sozialer werden. Und nie wird das. Und diese Idee, da gab es schon viele Ideen, aber diese Idee finde ich besonders schäbig, und zwar aus folgendem Grund. Die heutige Not der Arbeiterschaft ist, und das ist eine Absurdität und das ist eine moderne Besonderheit, das hat es in früheren Gesellschaften nicht gegeben. Die Not der Arbeiterklasse, heutige Hungerlöhne sind tatsächlich Produkt der außerordentlich hohen Produktivität der Arbeit, die heute erreicht ist. Sie sind eine Folge dessen, dass insgesamt gar nicht mehr viel Arbeit nötig ist, um die Güter des Bedarfs, und zwar den kann man ruhig sehr großzügig definieren, den Bedarf, um die Güter eines richtig großzügig definierten Bedarfs zu decken und für alle ein bequemes Leben zu ermöglichen. Das ist erreicht, aber in dieser Ordnung, im kapitalistischen System schlägt sich die hohe Arbeitsproduktivität, also die relative Überflüssigkeit von Arbeit, die schlägt sich nicht in Luxus und bequemem Leben, sondern die schlägt sich in diesem System in Arbeitslosigkeit nieder. Und immer größere Zahlen von Arbeitslosen führen zu immer mehr Leuten, die sich um jeden Preis, also dann dadurch zu immer schlechteren Löhnen, den Unternehmern als Geschäftsmittel anbieten. Insofern entsteht der Hungerlohn heutzutage aus der hohen Arbeitsproduktivität. Und in dieser Ordnung, in dieser Zeit, wo man sagen muss, man steht vor nahezu menschenleeren Fabriken, weil die Dinger nahezu vollautomatisch sind, in einer solchen Zeit mit dem Ideal aufwarten, von Arbeit möchte man wenigstens leben können, das ist einfach armselig.